Hi, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Dieses Video sende ich mal ganz speziell an Herrn Becker. Den Herrn Becker, den kennen sicherlich viele von euch. Er ist jemand, der regelmäßig für NTV Kolumnen schreibt, Kommentare veröffentlicht. Und wir kennen den Herrn Becker eigentlich als einen, der die Elektromobilität nicht besonders gut findet und in fast jedem seiner Kommentare irgendwas an der Elektromobilität auszusetzen hat. Und gestern am Sonntag, den 26. Juli diesen Jahres 2020, je nachdem, wann ihr dieses Video seht, wurde von ihm eine Kolumne, ein Kommentar, was auch immer, auf NTV veröffentlicht, mit dem Titel Zukunftstechnologie und Jobmotor: Kann Wasserstoff die Autoindustrie retten? Und ehrlich gesagt, als ich diesen Beitrag gelesen habe, da hat's mir eigentlich fast die Fußnägel hochgerollt, weil dieser Beitrag ist an gar nicht mehr zu übertreffen, an Dingen, die einfach nicht stimmen, die aus der Luft gegriffen sind, die rein spekulativ sind. Und natürlich kann man in einem Kommentar schreiben, was man möchte, aber irgendwo muss mal Schluss sein. Und aus dem Grund habe ich mich entschlossen, dieses Video zu machen. Und lasst uns gemeinsam mal in diesen Bericht reingucken und schauen, was Herr Becker dort zum Thema Wasserstoff und Elektromobilität zu sagen hat. Also, der Artikel heißt: Kann Wasserstoff die Autoindustrie retten? Und in diesem Beitrag geht es dann erstmal los, dass Herr Becker erstmal schon im ersten Abschnitt schreibt: Der E-Hype ist im Prinzip ein Jobkiller. Er setzt also den Umstieg auf Elektromobilität damit gleich, dass wahrscheinlich Tausende, Hunderttausende an Jobs verloren gehen, ein hoher volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Schaden eintreten wird. Und die Lösung, die er gleich im ersten Abschnitt nennt, ist oder soll Wasserstoff sein. Dann wird ein bisschen ausgeführt, was eigentlich los ist, nämlich wir haben also ein Problem: Wir müssen im Verkehr mit den CO2-Emissionen runter. Und er stellt es so dar, als würde es zwei konkurrierende Systeme geben, nämlich Elektromobilität auf der einen Seite und Wasserstoff auf der anderen Seite. Und jetzt scheint sich das schreibt er zumindest so, woher er diese Erkenntnis nimmt, verbirgt sich mir vollständig und uns, weil er keine Quellen nennt. Er sagt, es hat sich durch die Corona-Krise fast unbemerkt irgendeine Art Erkenntnis oder Gesinnungswandel vollzogen. Und jetzt hätte man also festgestellt, Wasserstoff ist doch die beste Basis für Mobilität und Industrie. Woher dieser Sinneswandel kommen soll, was dahinter steckt, wann der stattgefunden haben soll oder warum überhaupt es zu einem Sinneswandel kommen sollte, hätte gekommen werden sollen, bleibt er uns schuldig. Dieser Sinneswandel ist jedoch sehr wichtig, nämlich für unsere Autoindustrie. Wer hätte das gedacht? Und zwar sehr, sehr positiv. Er schreibt dann weiter: Deutschland hat sich ja im Pariser Klimaschutzabkommen dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen sehr stark zu senken und bis 2050 auf Netto Null zu kommen. Nochmal zur Erklärung: Netto Null bei CO2 bedeutet, dass wir unseren CO2-Ausstoß insgesamt um ungefähr 85% bis 2050 reduzieren müssen. Und die verbleibenden 15% sollen durch Kompensationsmaßnahmen aufgefangen werden. Soweit so gut. Er schreibt auch, dass ein hoher Anteil davon die Chemie, die Stahl- und die Zementindustrie erbringen müssen, denn das sind, wenn man sich den Industriesektor anguckt, wirklich die CO2-Schleudern. Hier muss also eine ganze Menge passieren, auch im Verkehr, zu Wasser und in der Luft. Und auch die Hausbesitzer müssen in Zukunft klimaneutral heizen. Jawohl, das ist alles richtig. Das muss alles gemacht werden. Soweit ist erstmal in diesem Beitrag auch nichts weiter auszusetzen. Dann kommt nächste Überschrift: Der Tod des Verbrenners ist eingeläutet. Ich möchte euch bitten, dass ihr diese Überschrift mal im Hinterkopf behaltet, denn die wird gleich nochmal sehr, sehr wichtig werden. Er schreibt dann, dass zu den Hauptsündern, nämlich Energie- und Wärmeversorgung und der Landwirtschaft, der Pkw-Verkehr einen großen Beitrag hat, nämlich 12% der CO2-Emissionen. Und da ja nun der Diesel ins Fadenkreuz der öffentlichen Diskussion getreten ist, das Auto überhaupt, konzentriert man sich also in der Europäischen Union auf sehr scharfe Zielvorgaben bei den Abgasemissionsgrenzwerten bei Neuzulassungen. Wir haben
oft genug darüber berichtet. 2020 müssen 95% aller neu zugelassenen Fahrzeuge in Flotte eines Herstellers dürfen nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer nach WLTP emittieren. In 2021 dann erstmals 100% der Flotte müssen 95% einhalten und dann wird dieser Grenzwert immer strenger. Das nochmal als Hintergrundinformation. Das Ziel der Europäischen Union lautet jetzt, und so schreibt er das hier, die 220 Millionen Pkw in der EU durch Elektroautos zu ersetzen. Da muss ich jetzt mal sagen, das ist mir so noch nicht untergekommen, dass wir die gesamte Flotte, die wir in Europa haben, 220 Millionen Pkw in der EU, ungefähr 40 Millionen, 42 Millionen in Deutschland, durch Elektroautos zu ersetzen. Habe ich noch nie irgendwo gelesen und ist auch definitiv nicht das Ziel in der Verkehrswende, auch nicht in übrigens das Ziel, sagen wir mal, wofür sich die Mehrheit der Mitglieder der Interessengemeinschaft einsetzen. Wir haben auch mit Volker Quaschning schon oft Videos geführt, Interviews geführt, Videos gemacht. Auch er spricht ganz eindeutig davon, dass der Bestand an PKWs eher reduziert werden muss, was auch vieles erleichtert, Platz schafft in den Städten etc. etc. Also dieses Ziel, die Fahrzeuge eins zu eins auszutauschen, habe ich nicht und haben viele andere auch nicht. Und wieso er jetzt hier schreibt, das soll so gemacht werden, ist mir also absolut unklar. Zumindest dieses Ziel, die CO2-Emissionen also stark zu reduzieren, kann mit Elektroautos, mit batterieelektrischen Fahrzeugen gelingen oder auch mit Hybriden, die halt noch einen Verbrennungsmotor als Hilfe dazu haben. Und er schließt daraus, und das ist ja auch nicht ganz falsch, diese Vorgaben haben also den Tod des Verbrenners einfach eingeläutet, weil letztlich sind diese Grenzwerte mit einem Verbrennungsmotor nicht zu erreichen, zumindest dann, wenn man so eine großen Autos herstellt, die so schwer sind und so groß sind. Dazu müsste man also, um das mit einem Verbrennungsmotor zu erreichen, deutlich kleinere Fahrzeuge bauen, deutlich leichter und eine sehr starke Hybridisierung, also Elektrifizierung einbauen. Er schreibt aber auch, der Verbrennungsmotor, Mann, das war die tragende Säule und Erfolgsgarant der deutschen Automobilindustrie seit 100 Jahren. Jetzt muss man hier an der Stelle mal nochmal ganz klar sagen, also ehrlich gesagt, gerade seit 2015, Herr Becker, ist doch irgendwie am Image des Verbrennungsmotors ganz schön gerüttelt worden und nicht nur, aber auch die deutsche Automobilindustrie, die ja diese fantastischen Motoren baut, hat einiges dazu beigetragen, dass der Tod des Verbrenners kommt. Das sind nicht nur die Grenzwerte der EU, sondern da ist die Autoindustrie auch gehörig dran selber schuld, wenn Kunden sich von dieser Technik nach und nach abwenden und sagen, wir sind hier einmal betrogen worden und wir wollen das nicht nochmal. Jetzt steht aber dann wieder im nächsten Abschnitt, das ist jetzt der Ruin für die ganze Industrie, denn Deutschland ist ja sehr, sagen wir mal, prädestiniert, große und Premium-Fahrzeuge herzustellen, große SUVs, große Limousinen, schwere Fahrzeuge mit hoher Leistung. Und die sind jetzt besonders betroffen, weil gerade da ist es halt besonders schwierig, die Emissionen runterzubringen und es drohen Strafzahlungen. Das wissen wir alles. Ja, also muss man auf Elektroautos setzen. Und diese Fokussierung auf Elektroautos beschreibt er jetzt als große Gefahr, krachend zu scheitern. Denn im heimischen Markt und auch im Weltmarkt dominieren eben nach wie vor die Verbrennungsmotoren. Naja, das ist im Moment noch der Fall. Aber wenn man sich halt mal die Mühe gemacht hätte, lieber Herr Becker, sich die ganzen Zulassungszahlen anzugucken, dann hätten auch Sie festgestellt, dass faktisch überall die Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge immer und auch für Plug-in und auch für Hybridfahrzeuge immer weiter zunehmen. Das heißt also, noch dominiert der Verbrenner diesen Markt. Das wird sich aber in den nächsten Jahren garantiert spürbar verändern. So. Und jetzt kommt eigentlich schon mal der erste Punkt, nämlich er fängt jetzt an, hier uns weismachen zu wollen, dass diese Umstellung auf Elektrofahrzeuge krachend gescheitert ist. Und ehrlich gesagt, das kann man doch so, wenn man sich diese Zulassungszahlen anschaut, nicht sagen. Ich meine, ja, was wir nicht geschafft haben, das war aber ehrlich gesagt auch abzusehen, diese 1 Million Elektroautos bis 2020. Keine Frage. Aber er schreibt auch hier, wir sind gerade mal bei 284.000 Fahrzeuge. Was heißt denn gerade mal? Ich meine, es sind doch auch letztlich die politischen Umstände, es sind die Hersteller, es sind viele, viele Gründe, die daran mitgearbeitet haben, dass es nicht schneller gegangen ist. Und ich meine, ich muss euch das nicht sagen, jeder, der sich heute ein E-Auto bestellt,
der weiß, er muss einfach wahnsinnig lange darauf warten, ja, weil einfach auch die Produktionskapazitäten gar nicht da sind. Vor diesem Hintergrund sind knapp 300.000 Elektrofahrzeuge und Ende dieses Jahres sind wir dann vielleicht auch schon bei 400.000. Eigentlich schon ein ganz tolles Ergebnis. Also warum man jetzt hier sagen muss, ja, das ist irgendwie alles gefloppt, dieses Vorhaben sei gefloppt, muss man auch mal unter nicht nur auf die Zahl bezogen sehen, sondern unter den gesamten Umständen, die da mitgearbeitet haben. So, und jetzt geht es eigentlich richtig los. Jetzt spricht er von einer Kehrtwende und fängt jetzt an, irgendwie zu belegen oder versucht zu belegen, dass man ja jetzt verstanden hat, dass es eben nicht gelingen wird, die 47 Millionen Pkw in Deutschland und die 220 Millionen Pkw in Europa und die 1,6 Milliarden Pkw weltweit durch Elektroautos zu ersetzen. Das hätte sich jetzt rumgesprochen. Jetzt hätte man gemerkt, dass das so nicht mehr ist. Das sieht man ja daran, dass die nationale Plattform Elektromobilität jetzt auch umbenannt wurde in eine nationale Plattform Zukunft, weil man eben erkannt hat, dass es mit Elektroautos nicht geht. Da muss ich jetzt noch mal ganz klar zwei Dinge sagen. Also erstens einmal, das habe ich auch neulich in meinem Video gesagt zum Thema Wasserstoff. Auch ein Wasserstofffahrzeug ist ein Elektrofahrzeug. Wir reden also weiterhin über Elektromobilität. Und zweitens, sie reiten jetzt wieder darauf rum, als müssten alle Autos dieser Welt durch Elektroautos ersetzt werden. Das ist nicht das Ziel. Niemand fordert das. Also ja, das ist ein Märchen, das ist ein Mythos, das ist Unsinn. Das wird auch überhaupt gar nicht nötig sein. Autonomes Fahren, Carsharing und so weiter, neue Mobilitätskonzepte, besserer ÖPNV, mehr Fahrradstraßen und werden diese Massen an Pkw, die sich heute durch die Straßen quälen, nicht mehr nötig machen. Wir brauchen nicht 47 Millionen Verbrenner durch 47 Millionen Elektroautos zu ersetzen. Das muss doch auch mal irgendwann im Kopf ankommen, dass das niemand fordert. Niemand fordert das, niemand will das. So, und jetzt in diesem nächsten Punkt schreibt er, aha, weil man eben erkannt hat, dass man hier in einer Sackgasse ist, würde man sich jetzt wieder anderen Mobilitätstechnologien öffnen und könnte das ohne Gesichtsverlust tun. Und jetzt kommt der Hoffnungsträger und der Retter Wasserstoff ins Spiel. Und jetzt geht er hin und sagt, na gut, dann haben wir ja jetzt sozusagen den Weg frei für die grüne Mobilität auf der Basis von Wasserstoff, die nachhaltig ist, die auf Wind und Sonne basiert. Naja, das tut doch aber die Elektromobilität letztlich auch. Wir wollen schließlich Mobilität auf der Basis von erneuerbaren Energien. Übrigens ist ja da nicht nur Wind und Sonne, da ist ja auch noch Biomasse, da ist ja auch noch Wasserkraft. Und jetzt kommt also sozusagen der Retter, der Wasserstoff. Und er schreibt ja auch hier, es ist also eine nationale Wasserstoffstrategie verabredet worden. Es sind 10 Milliarden Fördergelder werden ausgeschüttet, um Wasserstoff in die Industrie und auch in den Verkehr zu bringen. Und da muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, Herr Becker, ich glaube, Sie haben diese Strategie, diese nationale Wasserstoffstrategie nicht ganz richtig gelesen. Denn das Thema Verkehr nimmt dort gar nicht so einen riesen Platz ein. Da geht es nämlich vielmehr darum, den Wasserstoff, den man im Moment ja auch noch nicht als grünen Wasserstoff in den Mengen zur Verfügung hat, eher dort einzusetzen, wo man ihn nicht durch Strom ersetzen kann, zum Beispiel in der Stahl- oder in der Zementindustrie. Steht eindeutig drin. Einfach bitte mal reingucken. Ja, Wasserstoff hat den Ruf eines technisch und volkswirtschaftlichen Allrounders. Das ist richtig, mit Wasserstoff kann man eine ganze Menge machen. Das schreiben Sie auch ganz richtig hier. Man kann Fahrzeuge betreiben, man kann es in der Industrie einsetzen, man kann Haushalte mit Wärme versorgen, man kann es übrigens auch nutzen, um erneuerbare Energien zu speichern. Steht jetzt hier nicht. Man kann das als Treibstoff einsetzen, den man so einfach tanken kann, wie wir das vom herkömmlichen Tanken kennen. Sie schreiben auch hier, man kann auf die vorhandene Tankstelleninfrastruktur zurückgreifen. Nein, das kann man nicht. Denn mit einer herkömmlichen Tankstelle können Sie keinen Wasserstoff vertanken. Und eine Wasserstofftankstelle hat auch ganz besondere Voraussetzungen, wo sie überhaupt nur aufgebaut werden darf. Aufgrund der hohen Drücke, die dort sind, haben wir dort ein gewisses Gefahrenpotenzial. Das heißt, Wasserstofftankstellen dürfen nicht überall dort aufgebaut werden, wo wir heute normale Tankstellen haben. Das müssen Sie auch bitte mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, wir können nicht einfach die Tankstelleninfrastruktur zur Verfügung, die wir haben, nehmen und da mal eben irgendwo ein bisschen Wasserstoff hinbauen.
Das wird so nicht funktionieren. Da müssen ganz, ganz neue Tankstellen gebaut werden. Da muss eine neue Infrastruktur geschaffen werden und so weiter und so fort. Sie schreiben hier, Reichweiten mit normalen Tankzeiten sind bis 1000 Kilometer möglich. Naja, ich meine, ich kann natürlich auch in ein Elektroauto einen riesen Akku einbauen und in ein Wasserstoffauto auch noch mehr Tanks einbauen. Können wir mal bitte aufhören, von diesen 1000 Kilometern aufhören zu sprechen? Das fährt sowieso niemand am Stück. Das ist Quatsch. Ich weiß nicht, woher diese Zahl immer wieder kommt. Und dann kommt ein Punkt hier in der Autoindustrie, die Verbrenner im Altbestand sowie bei Neufahrzeugen retten. Nochmal, in der Autoindustrie, die Verbrenner im Altbestand wie bei Neufahrzeugen retten. Also haben Sie nicht oben geschrieben, dass der Verbrenner tot ist? Jetzt schreiben Sie plötzlich, dass der Verbrenner gerettet werden soll? Wollen Sie jetzt den Wasserstoff in Verbrennungsmotoren direkt verbrennen, so wie das BMW schon vor 20 Jahren probiert und wieder aufgegeben hat? Oder was soll das hier? Also das ist mir ja nun komplett unklar, was dieser Absatz eigentlich hier bedeutet. Ja, wir werden also auch wenn wir auf Wasserstofffahrzeuge umsteigen würden, haben die nichts mehr mit Verbrennungsmotoren zu tun. Da brauchen wir kein Getriebe, da brauchen wir keine Kühler, da brauchen wir keine Abgaskatalysatoren und so weiter und so fort, keine Getriebe in der Richtung. Brauchen wir alles nicht. Was also soll dieser Satz, ja, die Verbrenner im Altbestand bewahren? Was soll das? Was hat das mit diesem Thema zu tun? Ja? Jetzt kommt ein Absatz, da steht keine Rose ohne Dorn. Das ist richtig. Die Kehrseite der Medaille ist nämlich, dass Wasserstoff im Moment wahnsinnig teuer und sehr weniger effizient als andere Energieträger sind. Damit meinen Sie sicherlich Strom. Das, ehrlich gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass Sie da mehr als drei Zeilen dazu schreiben. Denn das ist das Hauptproblem beim Wasserstoff. A, wir haben keinen grünen Wasserstoff, also nur ganz, ganz wenig. Wir müssen den also irgendwo produzieren. Dafür brauchen wir Strom. Dafür brauchen wir das doppelt bis dreifache an Stromerzeugungskapazität, also in Form von zum Beispiel Windenergieanlagen, Wasserkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Biomasse und so weiter und so fort. Und Sie wissen doch selber, was alleine in Deutschland für ein Kampf tobt, wenn man irgendwo ein Windkraftwerk aufbauen will. Und jetzt mal eben einfach so zu tun, naja, das ist eben so, das muss man eben irgendwie hinnehmen. Und Sie sagen auch, trotz dieser Nachteile sollte man trotzdem diese umweltfreundliche Form der Mobilität ohne CO2-Belastung doch einfach mal diesen Weg weitergehen. Also nochmal, ja, wir haben schon diese Riesendiskussion, wo wir zum Beispiel Windparks aufbauen und so weiter. Und dann sagt man, naja, das ist aber alles egal. Das ist schließlich eine zukunftsträchtige Technik. Also sollte man diesen Weg doch einfach mal gehen. Sie wird die deutsche Industrie vor dem Transformationscrash bewahren und hunderttausende Arbeitsplätze schützen. Jetzt wieder das Gleiche. Das sage ich jetzt nochmal. Nein, das stimmt nicht. Ein Wasserstoffauto ist ein Elektrofahrzeug. Ich habe es neulich schon gesagt. Es sind alle Komponenten eines Elektroautos drin. Das Einzige, was anders ist, die Batterie, die da auch noch drin ist, die ist kleiner, das ist richtig. Dafür ist halt dieser Wasserstofftank und diese Wasserstofftanks drin und die Brennstoffzelle ist drin. Aber das hat doch mit der herkömmlichen Autoindustrie nichts zu tun. Auch unsere jetzige Autoindustrie könnte doch problemlos Elektroautos bauen, was sie ja auch schon tun. Ich meine, denk mal an VW und denk mal an BMW, die jetzt großartig umrüsten. Also das passt auch wieder überhaupt nicht zusammen, Herr Becker, es passt einfach nicht. Jetzt kommt eigentlich das Schärfste, nämlich dass er dann sagt, naja, ist ja alles richtig, dass Wasserstoff teuer ist und dass man viel Strom dafür braucht und so weiter und so fort. Aber das alles sollte man in Kauf nehmen, um unsere Industrie, unsere Volkswirtschaft entsprechend am Leben zu erhalten. Und hier muss ganz groß subventioniert werden. Also nochmal, Sie argumentieren, der Zusammenbruch der deutschen Industrie, weil wir angeblich nicht in der Lage sind, ein Elektroauto zu bauen und weil das alles sowieso nicht geht, ist teurer als Subventionen in die Wasserstofftransformation zu geben. Keine Zahlen, nichts, keine Quelle, überhaupt nichts, alles irgendwie eine pure Meinung oder sonst irgendwas, was Sie hier schreiben, nichts dazu, wie man das machen soll. Und dann muss man auch noch hinterher hinstellen, das ist auch noch Quatsch, weil ein Wasserstofffahrzeug, ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal, aber es muss wahrscheinlich sein, auch nur ein Elektroauto ist. Also sie wollen im Prinzip keine einfachen Elektroautos bauen, sie wollen komplizierte Elektroautos bauen mit einem Energieträger, der schwieriger herzustellen, also der aufwendiger herzustellen ist, weil man mehr Energie braucht und teurer ist. Und das alles soll die Subvention rechtfertigen. Tut mir leid, da komme ich nicht mit.
da komme ich einfach nicht mit. Das verstehe ich einfach nicht, ja. Und dann eben hier kommt noch sowas von wegen, ja, Fakt ist, bla bla bla, wir wollen hier den Grundstein setzen für eine CO2-freie Mobilität, aber gleichzeitig die deutsche Automobilindustrie sichern und auch den automobilen Altbestand. Da ist es wieder. Jetzt frage ich noch zum letzten Mal, was hat der automobile Altbestand mit der Transformation zum Wasserstoff zu tun? Tut mir leid, versteht nicht. Sie können in ein vorhandenes Fahrzeug mit Verbrennungsmotor keinen Wasserstoff tanken. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Also das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Und dann kommt noch, ja, naja, die Elektrolysekapazitäten, die werden ja Schritt für Schritt ausgebaut. Ist ja alles nicht schlimm. Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden. Das klappt schon. Also ehrlich gesagt, für jemanden, der 24 Jahre lang Chefvolkswirt bei BMW war und irgendein Institut geleitet hat, muss ich sagen, Herr Becker, ganz im Ernst, sowas geht nicht. Was Sie hier schreiben, ist so grober Unfug, dass einem wirklich die Haare ausfallen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, entweder gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wissen es wirklich nicht besser, dann bitte informieren Sie sich. Oder Sie wissen es besser, verbreiten aber wissentlich Unsinn. Sie verbreiten hier möglicherweise wissentlich Unsinn. Die Leute werden das glauben und wer sich nicht ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, wird es glauben und sagen, das Übliche, was auch wir immer wieder zu hören kriegen, auch in den Kommentaren von wegen, das Elektroauto ist Unsinn, wir wollen mit Wasserstoff fahren. Und ich sage es jetzt zum vierten Mal, das Wasserstofffahrzeug ist ein Elektrofahrzeug. Es braucht jede Menge Strom, nämlich zwei bis dreimal so viel wie ein Elektrofahrzeug für die gleiche Strecke. Die Tankinfrastruktur ist unfassbar teuer. Die Dichte ist überhaupt noch nicht da. Es ist jetzt der völlig falsche Zeitpunkt, über Wasserstoff im PKW-Bereich zu sprechen. Wasserstoff ist total in Ordnung für die Industrie. Ich habe es vorhin gesagt. Sie haben es selber auch gesagt. Wasserstoff hat sicherlich seine Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Busse, im Bereich Schwerlasttransporte und so weiter und so fort. Vielleicht im Bereich Schiffe, vielleicht auch mal im Bereich Flugzeuge. Aber für den PKW-Bereich sehe ich hier wirklich nur reine Energieverschwendung und wir verlinken noch ein, zwei Quellen und Webseiten, wo ihr das auch nochmal nachlesen könnt, wo ganz klar gesagt wird, das ist ein Irrweg, den man im Moment nicht beschreiten sollte, weil wir diesen Wasserstoff einfach an anderen Stellen viel, viel besser einsetzen können, um an dieser Stelle viel mehr CO2 zu sparen, was wir nämlich sonst eben mit erneuerbarem Strom dort nicht machen könnten. Da gehört der Wasserstoff hin im Moment. Und sicherlich auch noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und bitte nicht in einen PKW. Dort lässt es sich anders machen. Und das Thema Reichweite und Tankgeschwindigkeit wird sich mit Sicherheit für die, die wirklich diese 600 bis 800 oder 1000 Kilometer am Tag hintereinander wegfahren müssen, auch im Bereich der E-Mobilität mit Sicherheit in den nächsten 2, 3 Jahren ganz anders und viel einfacher lösen lassen als mit Wasserstoff. Das wollte ich euch mal mit auf den Weg geben und Herr Becker Ihnen ans Herz legen und wirklich sagen, ich weiß, dass Sie das Elektroauto nicht mögen. Steigen Sie in Ihr Wasserstoffauto und genießen Sie das elektrische Fahren im Wasserstoffauto. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.